Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, über den Volvo EX30 haben jetzt ganz viele YouTuber ganz viele Videos gedreht. Muss ich euch alles gar nicht mehr erzählen. Ist ein tolles Auto, aber basiert auf der Geely-Plattform, genau wie der Smart Hashtag One. Den kennt ihr schon. Der hat mein Porsche stehen lassen. Deswegen habe ich mir jetzt Verstärkung geholt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's sofort los. Ich habe es eingangs erwähnt, Smart Hashtag One, hier der Volvo EX30, beide aus dem Geely-Konzern. Das heißt, sie nutzen tatsächlich beide die gleiche Plattform, haben tatsächlich die gleiche Leistung, sprich 315 kW, was ca. 429 PS sind. Wollen wir uns nicht drum streiten, gehen brachial nach vorne, 3,9 Sekunden auf 100, 3,6 Sekunden auf 100. Wir reden jetzt nicht von meinem Porsche. Ach, es ist brutal. Es ist ein Kleinwagen. Er ist 4,26 Meter lang, 4,23 Meter lang, 4,26 Meter lang. Das ist sich die Welt für die Stadt ideal. Kosten, wenn ihr wirklich den EX30 hier volle Hütte nehmen wollt, liegt er bei ca. 53.000 Euro. Und damit liegt er 5.000 Euro tatsächlich nochmal über dem Hashtag One in der Brabus-Edition. Kommen wir mal zur Ladeleistung. Ladeleistung. Ja, 315 kW Leistung hat nichts mit der Ladeleistung zu tun, die über CCS, nämlich bei Volvo, inzwischen 175 kW beträgt. DC, Gleichstrom natürlich. Während es drüben beim Hashtag One noch 150 kW sind, kann sich natürlich alles angepasst werden. Übrigens, AC können beide Fahrzeuge mit der richtigen Ausstattung sogar 22 kW laden. Das ist doch mal eine Ansage. So, was hat denn hier so ein Kleinwagen zu bieten unter der Haube? Ja? Irgendwo müssen sie ja sein, die 429 Pferdchen. Nur nicht da. Ja, auch Volvo hat einen Frank, ein Fränkchen möchte ich es nennen. Ja? Also für ein Ladekabel reizt auf jeden Fall. Ganz witzig, so ein bisschen Ikea-like hier. Also ihr seht hier das Auto, eine Landschaft und den schwedischen Elch. So. Aber wie sieht es denn bei dem Smart-Kollegen aus? Lass mal auf. Hab da mal was vorbereitet. Oh, ja. Haube ist tatsächlich schwerer. Ist innen auch verkleidet. Sieht schöner aus. Völlig nutzlos, weil vorne kommen keine Geräusche. Und eine Klappe hier in diesem Falle auch für ein bisschen Equipment weniger verspielt. Ja, ansonsten besser verkleidet und alles im Smart, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat man bei Volvo hier gespart. Überall blankes Blech an der Motorhaube, hier auch offene Leitungen und so weiter. Wischwasser füllt ihr hier nach, war auch im Smart schon da verkleidet. Aber irgendwoher muss man Unterschiede ja sehen können. So, übrigens, wo ich gerade die Klappe offen habe, ihr seht hier die Scheinwerfer. Tatsächlich ist es nicht möglich, im EX30 für Geld und gute Worte Matrix-LED zu bekommen. Das wiederum ist beim Hashtag One tatsächlich möglich. Hier haben wir wunderbarstes Matrix-LED-Scheinwerk. Wo wir gerade bei großer Klappe sind, haben sie beide, das heißt natürlich aufgrund der Bauart, einen großen zugänglichen Kofferraum. Naja. Wir gucken es mal an. Beim Smart übrigens seht ihr eine typische Griffmulde hier noch, aber auch automatisch. Einmal antippen und eröffnet. Obligatorische Altmänner, Regenschirm natürlich vorhanden. Und ja, für die Größe, kennt ihr, ist jetzt nicht berauschend. Hier nochmal ein Fach, aber für den Alltag reicht es auf jeden Fall. So, wie sieht es denn jetzt bei dem Konzernbrüderchen aus? Schwesterchen, Brüderchen.
Es fällt einmal auf, dass es hier eine komplette clean Heckabschluss ist. Schon fast wie so ein Schild, ne? Hier Captain America und so weiter. Vorne Thor's Hammer, hinten Captain America. Da ist ein Taster. Da geht er auf. Und tatsächlich der Altherrenregenschirm da drinne. Ja, unter der Abdeckung hier auch jede Menge Schutzwesten und Platz vorhanden in Masse. Nicht viel mehr oder weniger als beim Smart auch. Gucken wir uns das mal eben in Messwerten an. Also, maximale Tiefe hier. Wir haben den Boden oben. Ich gehe hinten bis an die Rückenlehne ran. Zack. Und dann sind wir hier vorne bei 70 cm Tiefe. Und eine Breite von, ja, also er passt gerade nicht rein. Also ich schätze mal so 99 müssten sein. 70, 99. Was hier auffällt, man hat einen kleinen Absatz. Ich gehe hinten an die Lehne ran. Er ist etwas tiefer und das, obwohl das Fahrzeug 3 cm kürzer ist. Also wir sind hier bei vorne an der Kante 72 ungefähr und in der Breite besser nutzbar, weil weniger verkleidet ist tatsächlich, kann ich den so hier reinlegen, das seht ihr. Wenn ich jetzt zwischen den Radkästen messe, habe ich dann ein ähnliches Maß wie beim Smart mit ungefähr 1 Meter Breite. Also etwas mehr Kofferraum im etwas kleineren Volvo. Guck mal, ob der Platz, den ich hinten mehr habe, auf der Rückbank fehlt. Ich setze mich mal eben in die Smart rein. Also mal eben reinzugucken, das sieht schon wirklich großzügig aus. Also wir reden jetzt hier wirklich von einem Auto, 4 Meter... Boah, 26 waren es. Ach so. Hossa, holla. Also, Junge, verrückte Mongo hier auch. Übrigens, was ihr hier seht, der Smart hat natürlich auch ein Glasdach wie der Volvo, aber hier mit einem verschiebbaren und schließbaren Himmel. Aber ich habe jede Menge Platz. Das war Zensur. Wir gucken uns mal beim EX30 an. Das war der Hinweis, ich soll nicht so viel reden, mehr machen, mehr zeigen. Also, man sieht jetzt schon, der Sitz ist auf mich eingestellt, dass deutlich weniger Platz ist. Das zeige ich euch jetzt mal, wenn ich mich da rein... Oh Gott, auch der Einstieg ist deutlich enger. Eieieiei. Oh Gott, jetzt hat er ja auch noch einen Dreck gemacht. Da müssen die Mädels wieder wischen nachher. Also, ich habe hier unten an den Oberschenkeln kaum Sitzauflage im vorderen Bereich, muss ich sagen. Hier natürlich keine verschiebbare Abdeckung und ihr seht das hier, also das ist deutlich enger. Ich bin jetzt gerade sehr überrascht, also so viel hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also viel weniger Platz auf der Rückbank als im Smart. So, übrigens, der Griff hier beim Smart, ich habe keine Fingernägel, aber man mag sich die Finger vielleicht die Nägel brechen. Also, Türen ohne Rahmen und dann sitzt man jetzt hier im Hashtag One und es sieht komplett anders aus. Man hat ein Alcantara-Lenkrad hier mit roten Nähten, Brabus-Schriftzug. Man sieht schon den ganzen Screen hier. Man hat in Front einen kleinen Screen und das Thema Mittelkonsole. Ja? Also ich bin jetzt ein Mensch, 1,75 Gardemaß für Automobilbau und so weiter. Ich erzähle es immer wieder gerne. Aber klar ist es hier gepolstert und genau auf Kniehöhe, aber es ist halt vorhanden. Ne? Und ich glaube, wenn ein größerer Mensch, den könnte das vielleicht auch stören. Ich meine, weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch dagegen einfach mal den Volvo zeigen. Klar ist das hier reduziert alles. Aber jetzt gucken wir uns den Volvo mal an. So, Türgriffe, schwedisch, klar. Ich mag es dran zu reißen, wirklich jetzt. Ich mag so eine Art von Türgriffe, pam, ne? Ist tatsächlich auch ein Sicherheitsfeature, gerade wenn man einen Unfall hat. Da kann man als Feuerwehrmann auch richtig dran reißen. Und das, was ihr jetzt hier habt, das ist skandinavischer Schick. Also hier gibt es eigentlich nichts mehr zu gucken. Wenn man jetzt hier aufs Display, was hier ein Hochformat hat, kein Querformat, guckt, vor einem ist überhaupt nichts mehr. Das heißt, ich habe meine sämtlichen Gangwahl, Anzeige, Geschwindigkeit und so weiter, habe ich hier tatsächlich oben im Screen. Man kennt es vom Model 3. Tatsächlich, warum ich euch das eigentlich gezeigt habe, hier ist, guck mal, wo mein Knie ist. Das ist in der Mitte des Wagens. Ja, man sollte nicht so rumlümmeln, aber ihr habt hier mordsmäßig Platz. Ja? Hier vorne übrigens die Ablage induktiv für Telefone. Hier unten noch eine zusätzliche Ablage mit zweimal USB-C drinne. Und was ich mega genial finde,
Düdüm. So, stört immer noch nicht beim Knie, aber wenn ihr nur ein Getränk dabei habt, dann macht ihr eine Stufe zurück und dann ist nur eine Stufe rausgefahren. Also das finde ich wieder sehr clever gelöst und man kann das auch ganz verstecken. Ist für mich so ein typisches Volvo-Ding. Ansonsten habt ihr gar nicht viel Ablageflächen. Ne? Also hier, das ist auch kein Handschuhfach oder ein Öffnungsfach oder so weiter. Das geht nicht zu öffnen. In den Türen nicht eine einzige Taste drin tatsächlich. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt die Spiegel einstellen möchte oder so weiter, wie bei Tesla, müsst ihr hier in den Screen gehen und stellt es dann über das Lenkrad ein. Auch das komplett reduziert auf das Wesentliche. Manchmal kann man es übertreiben. Ich bin froh darüber, dass ich hier wenigstens noch einen Lenkstockhebel habe. Einmal zum Einlegen der Gangwahltasten, ähnlich wie bei Mercedes. Auf der anderen Seite dann für Scheibenwischer zum Glück. Ja, ich habe hier oben zwar auch eine Taste, aber für die Scheibenwischer und eben auch für Blinker und so weiter. Das geht immer noch über den Lenkstock. Und obwohl die Plattform der beiden Fahrzeuge identisch ist, ja, haben wir einen ganz, ganz großen Unterschied und das ist im Betriebssystem. Da hat Volvo wieder sein eigenes Ding gemacht. Was heißt, oder hat Smart das eigene Ding gemacht? Man weiß es nicht genau. Hier ist auf jeden Fall Google Automotive drin, was ich ja schon auch im Polestar testen durfte und wo ich tatsächlich echt begeistert von bin. Also es ist schnell, wenn man seine Ziele eingibt. Es führt einen mit einer komplett tollen Ladeplanung auch immer ans Ziel. Und ich finde, wenn man ein Fremdsystem in ein Auto integriert, weil es ist von Google und nicht von Volvo, dann sollte es so funktionieren, wie es halt hier im Volvo funktioniert. So, ansonsten natürlich sämtliche Einstellungen, habe ich eben schon gezeigt, geht hier übers Menü. Fahrtbedienung, Aufladung ist eigentlich in sich recht schlüssig, nicht doll verschachtelt. Ich komme recht schnell damit zurecht, dafür, dass ich das Auto heute das allererste Mal gesehen habe, findet man schon viele Sachen auf Anhieb. Wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss, ist eben das Thema, wenn man jetzt hier nochmal reingeht in den Fahrzeugstatus oder den Schnellzugriff, zum Beispiel auch das Thema Licht. Es ist auf Automatik, will ich es dauerhaft anmachen, muss ich halt hier mit reingehen und so weiter, muss es dann auch bestätigen, immer über das Lenkrad, dass ich das wirklich möchte. Muss man halt wissen, dass es da zu finden ist, ansonsten sucht man sich tot. So, willkommen im Hashtag One in der Brabus-Edition. Achso, falscher Text. Ihr merkt, das sieht komplett anders aus. Es ist immer noch reduziert. Auch hier haben wir den Ganghebel am Lenkrad, haben hier auch Scheibenwischereinstellungen und Blinkerhebel an der linken Seite. Wir haben aber hier vorne zum Beispiel ein Zentraldisplay, was einem Geschwindigkeit anzeigt, was einem eine offene Tür anzeigt oder zum Beispiel, welche Musik man da gerade hört, Reichweite etc. und so weiter. In der Mitte haben wir dann ein großes, queres Format. Hat dann hier auch die Apps. Android Auto zum Beispiel, Apple CarPlay, alles hier sofort auf den Zugriffstasten drauf. Medien, Navigation zum Beispiel. Aber es ist komplett anders, als es jetzt zum Beispiel bei Volvo der Fall war, weil es einfach ein smart eigenes System ist. Ansonsten die angesprochene Mittelkonsole, viel Platz. Hier tatsächlich auch ein Fach, was tatsächlich gekühlt ist. Da könnt ihr das Bier, was ihr beim Autofahren nicht trinken dürft, kühlen. So, ansonsten viele, viele Fächer. Induktive Ladeschale natürlich auch. Da passt nur ein Handy rein. Der EX30 hat unten in dem Fach für zwei Handys Platz. So verschieden können Autos sein. Ja? Also man sieht es ja auch bei den ID-Modellen und Skoda Enyaq zum Beispiel. Die sind sich doch immer auch recht ähnlich mit den Anzeigen. Haben in der Mitte eine Anzeige, haben ein großes Display da, in der Mitte hier vorne ein kleines Display. Da ist Volvo einen komplett anderen Weg gegangen und zum Beispiel auch hier die Fensteröffner sind hier alle in der Tür drin, genau wie das Verriegeln. Beim Volvo waren sie hier in der Mittelkonsole tatsächlich. Handschuhfach, ganz klassisch mit einem Taster. Und was wir uns noch mal eben im Volvo angucken, das zeige ich erstmal eben, weil wir haben hier vier Taster für jede einzelne Fensterscheibe, die ich öffnen möchte. Und das war beim Volvo nicht der Fall. Das zeige ich euch mal eben noch ganz schnell drüben. Zurück im EX30 und lasst uns über die beiden Taster reden, mit denen ich hier tatsächlich alle Fenster öffnen kann. Das heißt, ich habe zwei Taster, rechte, linke Seite und diesen Knopf Rear, mit dem ich die hinteren Fenster öffnen kann.
Kennt man von VW, haben sie damals im ID 3 das erste Mal eingeführt, bisschen Prügel für kassiert. Inzwischen ist man dran gewöhnt und so hat es Volvo jetzt auch umgesetzt. Das spart nämlich sämtliche Taster in den Türen, vorne sowie hinten. Man spart sich auch irgendwo eine Sperrtaste oder so weiter, denkt man. Aber wir haben hier natürlich diesen komplett skandinavischen Flair, ohne jegliche Taste in der Tür. Man spart sich in der Produktion einen Masse Aufwand. Man muss nur die Kabel für die Fensterhebermotoren reinziehen und dementsprechend hat man dann weniger Montageumfänge und ja, eben dieses skandinavische Nix. Ne? Also, ohne Taster, jede Menge Zaster. Oh, vergessen wir mal den Reim jetzt. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kriege ich denn als hinterer Mensch die hinteren Fenster offen, auf, wenn da keine Taster in den Türen sind. Da haben sie natürlich drüber nachgedacht, weil das gäbe den nächsten Shitstorm. Hinten hier in der Mittelkonsole, da sind natürlich auch Taster für die hinteren Fenster. Wo wir schon mal im Innenraum vom Volvo sind, möchte ich auch mal eben mit euch über ein wenig Materialgüte reden. Es ist typisch Volvo, dass man natürlich versucht, so viel wie möglich zu recyceln, wieder zu verwerten etc. pp. Und das sieht man auch am Fahrzeug. Also sämtliche Türverkleidung im unteren Bereich hier, dieses genarbte Material, das kann ich euch mal hier eben auf der anderen Seite auch ganz gut zeigen. Da sieht man, glaube ich, das ganz gut. So wie hier auch. Alles recyceltes Material. Übrigens, Handschuhfach habt ihr vielleicht gesehen. Nicht da, sondern ist da. Und wie öffnet man das Handschuhfach? Das haben sie sich bei Tesla abgeguckt. Hier ist eine Taste zum Öffnen des Handschuhfachs. Ja, ansonsten auch hier recyceltes Material. Im oberen Bereich, da wo man auch mal hinfasst, ist es alles hinterschäumt, alles schicki hier. Ne, hier auch, oben an der Tür und natürlich die Armablage hier, alles hinterschäumt. Hier vorne, wir haben nur ein Display. Im Gegensatz zum Smart haben wir nur dieses eine Display. Hier oben seht ihr, wie bei Tesla, die Park-Einstellung und so weiter. Ich bin jetzt auf P. Sobald ich fahre, wird da oben eine Geschwindigkeit angezeigt. Kenne ich von Tesla. So, und jetzt fragt man sich, okay, Geely gleiche Plattform. Hat er denn ein Head-Up-Display? Weil ein Zentral-Display ist ja hier auch nicht da. Das hier ist der Sensor, der erkennt, ob ihr müde seid und so weiter. Wird also nichts angezeigt, aber es gibt tatsächlich leider kein Head-Up-Display. Ich bin ja ein Freund davon, wenn es schon so marginal ist und so reduziert, dass man dann wenigstens diese Einblendung dann von der Geschwindigkeit nochmal als Head-Up-Display darstellt. Smart hat halt einmal den Zentralmonitor, dann vor sich diesen schmalen Streifen und noch zusätzlich eben das Head-Up-Display. Und das hat Volvo leider nicht. Dafür aber zum Beispiel hier im Bereich des Lenkrads, aber auch die Sitze, das ist alles Stoff-Leder-Kombination, wobei Leder ganz klar hier von Volvo nochmal auch gesagt wurde, vegan. Es ist also kein einziges Tier für diesen Volvo gestorben. Und das finde ich gut, genau wie die recycelten Materialien. So, und man sieht es hier schon, hier ist ein Balken im Weg. Im Gegensatz zum Hashtag One hat nämlich der EX30 konventionellen Türen mit einem Türrahmen verbaut. Das merkt man an der Laufruhe im Fahrzeug, Windgeräusche und so weiter. Das ist natürlich immer ein großer Vorteil, eine Scheibe ohne Rahmen richtig dicht zu bekommen, dass er auch bei hohen Autobahngeschwindigkeiten dann ruhig ist. Das ist schon eine Kunst, beherrscht nicht jeder. Aber wie gesagt, das Auto, und das kann ich euch nur empfehlen, das muss man einfach mal Probe fahren. Der hat eine grandiose Straßenlage, ein super Fahrwerk, ist sowas von ruhig im Innenraum. Und da hat Volvo wirklich was ganz Schickes auf die Straße gestellt. Hier als Speerspitze 53.000 Euro teurer. Ich habe es euch schon gesagt, der Hashtag One ist 5.000 Euro günstiger, aber vom Konzept her am Ende auch ein völlig anderes Auto. So. Das war's jetzt also. Ich habe euch einfach mal Hashtag One und den EX30 von Volvo gezeigt, die auf der gleichen Geely-Plattform agieren. Übrigens, Fun Fact am Rande, tatsächlich, und fragt mich nicht warum, aber das kennen wir auch von Hyundai damals, vom IONIQ 5 und vom EV6. Die Batteriegröße unterscheidet sich minimal. 69 brutto Kilowattstunden zu 66 brutto Kilowattstunden. Ist was passiert? Nein? Okay, wir machen weiter. Ja, danke. So, heißt am Ende 3 Kilowattstunden, die hier im Volvo mehr drin sind, bei etwas weniger Größe.
scheint man auch auf den Rücksitzen zu sparen. Nein, ich muss wirklich sagen, ich finde, das Auto ist wirklich ein ganz großer Wurf. Übrigens, wir reden jetzt gerade davon, dass er 5.000 Euro mehr kostet als der Brabus Smart. Dazu muss man fairerweise gestehen, in der Grundversion ist der EX30 als Holzklasse-Modell tatsächlich günstiger als der günstigste Smart Hashtag One auf dem Markt. Insofern, wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt ein EX30 haben und es muss nicht die Speerspitze sein, man kann gegenüber dem Hashtag One sogar etwas Geld sparen. Soll es an dieser Stelle gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Danke Volvo für das tolle Event. Danke für das tolle Fahrzeug. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ja. Ja. Auf drauf, du willst nur wieder Outtakes haben. So, ich komme von da so zwischen euch und mach dann Begrüßung, ne? Ich komme von hier so und dann. So, also. Ich merken? Ne, ich muss mir überlegen, womit ich anfange. 53.000 mal, glaube ich. Gehe auf die Leistung ein. Und das mit dem Motor mache ich, glaube ich, nach. Ne, mache ich natürlich, wenn ich auf die Leistung gehe, kann ich auf die Motoren gehen. Asynchron vorne beim. Merkst du, was ich meine? Wie würde Sieke sagen, ein Schuhlöffel und Olivenöl. Ja, also, und Hammer, oder? Also ich sitze hinten wirklich, normal sitze ich so nicht, dass ich hinten... Ja, richtig dran sitze, ja. Du lümmelst ja sonst immer so ein bisschen auch gerne, aber der geht dir nicht. Und der Sitz ist auf dich eigentlich. Der ist auf mich, ja, ich bin den ja hierher gefahren, den Wagen. Und der hat jetzt keinen Komfort. Da vorne, da ist der Sitz auf mich eigentlich. So. Also hinterm Sitz keine Chance. So, also Steve kriegt hier er muss hier sitzen wie so wie die Frauen das nicht wollen. Das war's jetzt. Sie. Na, komm, komm. Und dann bist du mal in Hamburg, bist direkt bei der Alfie. Elfie heißt das Ding. Und wen triffst du? Heinz Rudolf Kunze. Leute, ist das die Möglichkeit? Ist das geil? Dein ist mein ganzes Herz, mein Lieber. Dein ist mein ganzes Herz. Geil. Geil, Leute.